praxisnahe Übung für den Katastrophenfall auf der Leistungsschau des Technischen Hilfswerks in Dortmund. Ein Bericht der UFA-Wochenschau von 1971. Die Ausbildung ist vielseitig. Bergungstechnik, Maschinenkunde, Brückenbau, Reparatur von Stromnetzen und Versorgungsleitungen. Das THW ist seit 1950 der Nachfolger der 1919 gegründeten Technischen Nothilfe. Ähnlich wie sein Vorläufer wurde auch das Technische Hilfswerk anfangs vor allem zur Bekämpfung von Streiks eingesetzt, indem es die Arbeit der Streikenden übernahm. Die Gewerkschaften protestierten heftig. Deshalb ernannte die damalige CDU-Regierung in einer Art Nacht-und-Nebel-Aktion das THW am 25. August 1953 zur Bundesanstalt. THW-Ehrenpräsident Albrecht Brömme. Wenn es um Urkunden geht oder um Verträge, dann steht immer drauf Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister des Innern, dieser vertreten durch den Präsidenten der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Für unsere 80.000 Helferinnen und Helfer ist völlig wurscht, wie wir eigentlich heißen. Für sie heißen wir das THW. Das THW ist weltweit einmalig. Es funktioniert vor allem dank der vielen ehrenamtlichen Helfer. Ob bei der Sturmflut in Hamburg 1962, dem Grubenunglück von Lengede, beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs oder bei den Überschwemmungskatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Eine Einheit, die mit Radladern und Baggern hier war, alles Kerle, 2 Meter groß, 1,50 Meter breit. Die standen hier, die haben geheult, die haben gesagt, wir wollen nicht nach Hause, hier ist noch so viel zu tun. Dieser Geist, der schweißt einen dann zusammen. Man ist eine große Familie. Die Blauen Engel, wie sie wegen ihrer dunkelblauen Arbeitskleidung genannt werden, haben seit Juli eine neue Präsidentin. Und die kommt aus NRW, denn Sabine Lackner stammt aus Lettmate im Sauerland. Auch sie war 2021 im Ahrtal vor Ort. Dieses Ausmaß, ich war zutiefst erschüttert. Zu sehen, was auch wirklich kleine Flüsse angerichtet haben, das ist auch nicht einfach gewesen. Auch für uns nicht, weil Kommunikation ist ja auch zwischendurch weg gewesen. Nun sind wir auch ziemlich eingespielt. Wir haben ja eine bundesweit gleiche Ausbildung, gleiche Ausstattung. Das THW ist auch im Ausland im Einsatz. Aktuell werden Hilfsgüter in die Ukraine gebracht. Zum Beispiel 5000 Wasserfilter, die nach dem zerstörten Staudamm die Menschen mit sauberem Wasser versorgen sollen. Und was ganz wichtig für uns ist, und das ist auch diese SEBA-Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland. Wir sind vor Ort autark. Das heißt, ungefähr 10 Tage lang sind wir mit Camp-Ausstattung unterwegs, mit eigener Verpflegung, sodass wir einem betroffenen Land nicht zusätzlich auch noch zur Last fallen. Nachdem die Wehrpflicht aufgehoben wurde, fehlen die vielen jungen Männer, die sich beim THW für den Wehrersatzdienst verpflichtet hatten. Umso wichtiger ist es, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Ich heiße Maja, ich komme aus dem Ortsverband Kempen. Also als ich 5 Jahre alt war oder so, habe ich hier schon angefangen. Eigentlich gibt es mehr Jungs als Mädchen, einfach weil sich mehr Jungs für Technik interessieren. Aber mittlerweile haben wir auch ein paar Mädchen in der Jugend. Mit Sabine Lackner als Präsidentin des THW werden es sicher noch mehr. Und viele haben auch gesehen, es macht vielleicht auch Spaß, wenn ich das erlerne. Es sind Freiwillige aus allen Berufen. Handwerker und Akademiker, Lehrlinge und Direktoren. Sie opfern ihre Freizeit, um zu lernen, wie man anderen hilft.